Wenn man sich das anhört, die Präsentation hier, gehen einem die ganze Zeit Gedanken durch den Kopf, so, ah, das ist ja spannend, da würde ich ja auch gerne irgendwie mal was in die Richtung machen. Auch Sachen, auf die man selbst sonst gar nicht gekommen wäre. Es war total toll, die anderen Projekte halt wiederzutreffen, die man ja die ganze Zeit auch virtuell gesehen hat und mit denen man sich halt ausgetauscht hat. Und da ist schon auch ein Vertrauensverhältnis entstanden und wir sind auch stolz drauf, dass wir halt ausgewählt worden sind und eines der ersten Projekte sein dürfen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit den Projekten der nächsten Runden, sage ich mal, in Kontakt treten dürfen und denen halt auch weiterhelfen können. Statt besitzen, es geht ums selber machen und um Tools anbieten. Okay, was kann ich alles weitergeben, damit andere Leute coole neue Sachen damit machen können? For me, I think the overall connecting point is the underlying ethos. It's a really inspiring community. I feel really proud and honored to have been a part of this project. People doing such amazing work, whether that's documenting war crimes or getting more visibility for women in tech. It's such a huge range of issues. But what I think ties it all together is this desire to use technological skills to build a better future for everyone and not just to kind of make yourself rich or make the next big app.